Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mathe-Tutorial der HAW. Heute erkläre ich euch Mehrfachintegrale in 2D in kartesischen Koordinaten. Als erstes möchten wir den Flächeninhalt dieser Fläche berechnen. Dazu müssen wir die Fläche erstmal beschreiben und herausfinden, in welche Richtung wir am besten schneiden. In diesem Fall schneiden wir am besten in Y-Richtung, da wir in X-Richtung hier, hier und hier drei verschiedene Fälle hätten und das viel komplizierter wäre. Dann fange ich jetzt an, die Fläche zu beschreiben. X geht von minus 1 bis 3. Und Y geht von Y unten bis Y oben. Als nächstes müssen wir nun die Geradengleichung für Y unten und für Y oben aufstellen. Hier ist Y unten minus 1/2 x minus 1,5. Und y oben ist 1/2 x plus 1,5. Die zwei Sachen müssen wir jetzt nur noch hier oben einsetzen und können jetzt die komplette Fläche aufschreiben. Damit haben wir jetzt die komplette Fläche beschrieben. Als nächstes können wir nun den Flächeninhalt bestimmen, indem wir über 1 integrieren. Stellen wir jetzt unser Doppelintegral auf, den Grenzen von minus 1 bis 3 für das x. Und von y unten nach y oben für das y. Als allererstes müssen wir nach dem y integrieren, weil dieses von x abhängig ist. Ansonsten könnten wir das Integral am Ende gar nicht mehr lösen. Jetzt setze ich unsere Grenzen ein, die hier oben noch stehen. Und jetzt werde ich nur noch diesen Term erstmal zusammenfassen. Das wären x plus 3 dx. Als nächstes werde ich nur nach x integrieren. Und die Grenzen einsetzen. Herauskommen 16 Flächeneinheiten. Damit wissen wir jetzt, dass unsere Fläche dort drüben genau 16 Flächeneinheiten groß ist. Für die nächste Aufgabe müssen wir hier wieder als erstes die Fläche berechnen. In diesem Fall werden wir in x-Richtung schneiden, da wir sonst in y-Richtung wieder drei verschiedene Fälle hätten.
geht hier in diesem Fall von minus 2 bis 2. Und x geht hier von x links nach x rechts. Als nächstes müssen wir nun die Geradengleichung für x links und x rechts aufstellen. Für mich ist es am einfachsten, wenn ich erstmal eine Geradengleichung nach y aufstelle und diese dann nach x auflöse. Für x links hätten wir erstmal y von x ist gleich 2 mal x links plus 4. Damit wäre x links von y 1/2 y minus 2. Dasselbe mache ich nun für x rechts. Hier wäre y von x minus x rechts plus 4. Und umgestellt ist x rechts von y minus y plus 4. Die zwei Sachen können wir nur hier oben einsetzen und bekommen dafür dann unsere komplette Beschreibung der Fläche. Als nächsten Schritt werden wir über diese Funktion integrieren. Hier haben wir die Grenzen von minus 2 bis 2 für das y. Hier von x links nach x rechts für das x. Und die Funktion x mal y. Als erstes werden wir nach x integrieren, da x abhängig von y ist. Die 1/2 y können wir nun nach vorne ziehen, da wir diese jetzt einfach wie eine normale Konstante behandeln. Und für das x-Quadrat werden wir jetzt die Grenzen x links und x rechts einsetzen. Als nächstes werde ich die zwei Terme ausmultiplizieren. Und alles noch einmal zusammenfassen. Als nächsten Schritt werde ich jetzt noch einmal die 1/2 y mit in die Klammer ziehen und ausmultiplizieren. Und nun kann ich noch y integrieren. Jetzt müssen
nur noch die Grenzen eingesetzt werden. Und als Ergebnis kommen wir heraus minus 16.